Die einen erfanden solche Mythen, dass Russen oder Slawen, das waren gar keine Menschen, das waren teilweise Tiere. Und erst seit dem Christentum in Russland, seit dem 10. Jahrhundert, gab es überhaupt in Russland eine Kultur. Yoga Om, Yoga auf erwachsene Art. Seid gegrüßt hier auf dem Kanal Yoga Om. Wir haben heute ein Video zu dem Format Frag Yoga Om. In letzter Zeit, wir bekommen wirklich viele Fragen und wir müssen sehen, dass wir auf die Fragen nach und nach antworten und dass wir dazu auch Videos machen können, denn das erfordert seine Zeit und alles weitere. Aber heute wieder ein Video zu dem Thema. Also es gab hier eine Frage, wir sollten denn etwas über die Geschichte der slawischen Veden berichten, und die Person, die Frage stellt, würde sich interessieren, ob das denn Sinn macht, ob das, oder ob das andererseits gesagt totaler Quatsch ist. Hier wurde auch ein Link verlinkt und ja, ich habe mir das Ganze angeguckt, mal kurz überflogen. Allgemein muss man dazu sagen, es gibt viele verschiedene Richtungen, ja, auch im Bereich der vedischen Kultur. Das einzige nur Seltsame bei der ganzen Sache ist, warum das slawisch-vedische Kultur heißt. Also es gab, wenn man jetzt rein von der vedischen Kultur ausgeht, die es in Indien gegeben hat, vor Christus und auch nach Christus, das teilt sich nämlich in spätvedische Zeit, frühvedische Zeit, hochvedische Zeit, wenn ich mich nicht irre. Aber es teilt sich auf jeden Fall die vedische Periode in mehreren Bereichen auf. Und es geht jetzt hier rein um die vedische Kultur oder die vedische Zeit, die es in Indien gab. Ja? Und wenn wir jetzt über eine slawische Kultur sprechen oder eine slawisch-vedische Kultur, macht das in diesem Zusammenhang schon mal keinen Sinn. Ja? Das ist der erste Kritikpunkt vielleicht an dieser slawisch-vedischen Vorstellung oder Weltanschauung. Es gab eine slawische Kultur, gibt es teilweise heute immer noch in gewissen Gegenden. Sie ist natürlich mit der vedischen Kultur irgendwie verstrickt. Ja? Das merkt man an der Sprache. Also wenn man jetzt die slawische Kultur nimmt, die es in Russland gab, wenn man das Russische nimmt und das Sanskrit nimmt, die beiden Sprachen miteinander alleine vergleicht, gibt es über 1000 Wörter, die ein und dieselbe Wurzel haben. Ja? Sprachwurzel. Die Grammatik ist ziemlich ähnlich. Also von den Kasus, von den Fällen, sehen wir, dass es auf jeden Fall eine Ähnlichkeit gibt. Und auch diejenigen, die Sanskrit lernen und vorher Russisch als Muttersprache hatten, denen fällt das Sanskrit-Lernen deutlich leichter. Also das ist halt eine Gemeinsamkeit, die wir sehen können zwischen der slawischen und der vedischen Kultur. Wenn wir jetzt weitergehen, es gibt auch Gemeinsamkeiten bei der Kultur sicherlich, also bei gewissen Bräuchen, Ritualen. Bei den Göttern, ja, also die haben vielleicht andere Namen bekommen, ja, aber die Vorstellung ist schon ziemlich nah. Also sowohl bei den Slawen als auch bei den Indo-Aryern in Indien hat man sehr die Natur verehrt in Form von verschiedenen Göttern. Also Sonnengott gab es, Windgott und so weiter. Es gab diese ganze Pantheon. Diesen Pantheon gibt es übrigens auch in der germanischen Kultur, da gab es in der germanischen Kultur hier in Deutschland, hatte nur andere Namen. Und in Griechenland gab es diese Kultur, in Rom, wenn man noch weitergeht, sogar über den Ozean in der lateinamerikanischen Kultur, bei den Mayas zum Beispiel, da gab es alles dieselben Vorstellungen, nur andere Namen, andere Auslegungen. Also im Endeffekt kann man sogar davon ausgehen, dass es ursprünglich mal einst eine gemeinsame Kultur gab, von der sich aber immer einzelne Völker oder einzelne Sprachen rauskristallisiert haben und ihre eigenen Bräuche entwickelt haben. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen der slawischen und vedischen Kultur gab es insofern, dass da eine sittliche Lebensvorstellung gab. Also man hat zum Beispiel keine Tiere umgebracht, um sich davon zu ernähren. Man hat schon darauf geachtet, dass man wirklich nur in seltensten Fällen umbringt. Also man hat sich eigentlich vorwiegendermaßen vegetarisch ernährt. Ja, das ist eine Gemeinsamkeit.
Bei den Sprachen, bei den Symbolen gibt es auch Gemeinsamkeiten, nur darauf will ich nicht länger eingehen. Denn wer sich da weiter mit beschäftigen will, kann das gerne tun. Das ist nicht Gegenstand dieses Videos. Hier wollen wir mehr jetzt darauf eingehen, über den Begriff slawische Veden, ja, oder halt diese Wortschöpfung, die es gibt. Erst einmal, um das Ganze ein bisschen vereinfacht darzustellen oder in einen geschichtlichen Kontext einzuräumen. Ihr müsst euch vorstellen, die Vorstellung von den slawischen Veden oder der sogenannten slawisch-vedischen, arischen Kultur, wie auch immer, das wird gerne mal verschiedenartig genannt, aber der Sinn ist derselbe. Diese Vorstellung gibt es erst in Russland oder halt im russischsprachigen Raum, wurde geschöpft seit also spätestens 50, aber frühestens 30 Jahren gibt es überhaupt diese Vorstellung. Es gibt sogar Meinungen, dass diese Idee künstlich erschaffen wurde, um eben ein gewisses Nationalgefühl in Russland wieder aufleben zu lassen. Denn das war halt, es gab die Ereignisse des Zusammenbruchs der Sowjetunion und seit diesen Ereignissen haben sich eben gewisse Prozesse in Russland entwickelt. Die einen wollten mehr Russland spalten, die anderen wollten Russland mehr zusammenfügen. Die einen erfanden solche Mythen, dass Russen oder Slawen, das waren gar keine Menschen, das waren teilweise Tiere. Und erst seit dem Christentum in Russland, seit dem 10. Jahrhundert, gab es überhaupt in Russland eine Kultur. Ja? Weil die Christen sozusagen ja die Kultur dahin gebracht haben, auch die Sprache. Angeblich waren Slawen vorher halb Tiere. Das war die eine Meinung, die man sehr stark propagiert hat in Russland. Die andere Meinung war, hat man sehr stark angefangen zu verbreiten, nämlich dass Slawen vorher, auch schon vor den Christen, das war eine hochentwickelte Kultur, sehr stark basiert an die vedische Kultur, eben aus Indien. Es gab sogar die Vorstellung, dass, oder sie wird bis heute noch angenommen, dass eine hochentwickelte Kultur aus dem Norden eben dann weiter nach Indien gewandert ist und dass der eigentliche Ursprung in Russland oder zumindest, wenn wir jetzt nicht konkret über das Land Russland sprechen, aber von der Nordhalbkugel, somit würde das auch Europa betreffen oder noch weiter höher eben im Nordpol. Und das ist halt die beiden Gegenpole, die sich dann gebildet haben. Und dazu muss man sagen, dass diese Vorstellung noch weiter darauf basiert, eben, also man sieht Parallelen bei dieser slawischen Weltanschauung stark zu dem alttestamentlichen Vorstellung, zum Beispiel des jüdischen Volkes als des Auserwählten. Man hat eben eigentlich dasselbe Konzept genommen und eben bei den Slawen auch gesagt, also man hat gesagt, die Slawen oder eben die Arier, das, also sagen wir mal, die Menschen der Nordhalbkugel, das sind die Auserwählten, das ist eine hochentwickelte Kultur, das hat irgendwie, sie haben mehr erreicht als die anderen Völker, also man hat dann eben solche Vorstellungen betrieben, mit dem Ziel eigentlich halt die Russen wieder zusammenzubringen oder die Slawen zusammenzubringen und den Zusammenhalt des Landes zu bewahren. Also das, ihr seht im Endeffekt, beides sind Mythen, ja, beides kann man nicht wirklich nachweisen, ob das so war mal in der Geschichte, aber beides hat man erfunden, um eben diesen Gegenpol zu schaffen. Und wenn wir jetzt genau auf die slawischen Veden zu sprechen kommen, das Buch, welches sehr stark beworben wird hier in Deutschland oder auch in Russland, wurde von einem gewissen Herrn in Russland veröffentlicht im Jahr 2000. Das sind die sogenannten slawisch-arischen Veden. Und sie beschreiben, laut den Angaben von diesen Veden, beschreiben sie eine Kultur, die hierhin eingeflogen ist mit bestimmten Raumschiffen vor einer sehr langen Zeit und haben sich hier eben eingelebt dann mit der Zeit. Ja, es werden Gespräche mit Göttern und so weiter beschrieben. Wie gesagt, über die Authentizität von dieser Schrift, von diesen slawisch-arischen Veden, kann man wirklich wenig sagen. Denn es gibt wenig, also es gibt gar keine Schriften, wenn ich ganz ehrlich bin, die diese Schrift
in anderen Schriften beweisen. Also vielleicht kennt ihr dieses Beweisverfahren. Wenn wir jetzt zum Beispiel die vedischen Schriften nehmen, die ihr auf unserer Homepage nachlesen könnt oder auf die wir verweisen in unseren Schriften, also in unseren Videos und so weiter auf unserer Webseite. Ich werde euch unten auch einen Link verlinken zu dem Artikel, wo die ganzen Schriften aufgezählt sind. Aber in diesen Schriften, wir lesen zum Beispiel Mahabharata und im Mahabharata wird die Ramayana zum Beispiel erwähnt, werden andere Schriften erwähnt. Ebenso lesen wir zum Beispiel die Yoga Vasishta. Im Yoga Vasishta wird später die Mahabharata erwähnt. Also wir sehen durch diesen gegensätzlichen Beweis oder durch diesen gemeinsamen Beweis, dass es die eine Schrift auch gibt, weil sie auch in anderen Schriften erwähnt wurde. Ja? Und wir sehen das immer wieder, vor allem in den vedischen Schriften, die in Indien geblieben sind. Wenn wir aber die slawisch-arischen Wegen nehmen, dann können wir gar keinen Bezug herstellen zu einer anderen Kultur oder zu anderen vorherigen Ereignissen, weil es nur diese eine Schrift gibt. Und somit kann diese Schrift einfach von irgendwem auch verfasst worden sein, nur ausgeschmückt mit schlauen Begriffen und so weiter. Unbedingt durch den Götternamen. Deshalb, es gibt auch kein wirkliches Beispiel von Menschen, die dieser Schrift folgen, oder eine Glaubensgemeinschaft, die dieser Schrift folgen, die etwas erreicht haben, was auch über mehrere tausende Jahre zu belegen ist. Wenn wir zum Beispiel die buddhistischen Schriften nehmen oder wenn wir die vedischen Schriften nehmen, von denen ich bereits vorher erwähnt habe, wir sehen, dass auf diese Schriften haben sich Menschen über tausend Jahre basiert und haben bestimmte Ergebnisse erreicht. Zahlreiche Lehrer sind aus diesen Traditionen hervorgegangen, zahlreiche Erleuchtete auch, das könnt ihr alles nachlesen in den Schriften. Es gibt viele Erleuchtete, viele Meister, viele Lehrer, die sind aus bestimmten Traditionen entstanden. Diese Traditionen haben sich an bestimmten Schriften gestützt. Ja? Und wir können nicht dasselbe behaupten von einer slawisch-arischen Kultur oder slawisch-arischen Veden. Das soll jetzt nicht heißen, dass diese Schrift komplett schlecht oder zu verwerfen ist. Ihr müsst einfach kritisch betrachten. Also ihr lest rein in diese Schrift und hat es bei euch irgendeine Wirkung auf euer Inneres? Spürt ihr irgendeine Resonanz zu der Schrift? Sogar Menschen, die aus Russland kommen, zum Beispiel wie auch der Herr Trichlerbov, den kennt ihr ja sicherlich durch unsere vielen Videos und Vorträge, die wir immer wieder übersetzen und auch weiterhin übersetzen werden, denn dieser Mann besitzt wirklich Wissen, welches weder in Russland viele besitzen, noch auf der ganzen Welt. Und da wir das sehr schätzen, werden wir diese Videos in Zukunft sehr, sehr viel rausbringen. Das soll euch als eine Art Wissen dienen, welches ihr weder von uns noch von anderen irgendwelchen Gurus hören könnt, weil es das Wissen wirklich von niemandem gibt. Aber der werte Herr Trichlerbov, sogar er sagt, obwohl er sehr stark die russische Kultur erforscht hat, russische Bräuche, alles und so weiter. So, ich musste das Video vorhin kurz unterbrechen, weil der Akku von der Kamera alle war. Jetzt habe ich ihn nochmal nachgeladen und kann das Video dementsprechend fortsetzen. Also, wir sind stehen geblieben bei dem Punkt, dass Herr Trichlerbov bestimmte Dinge, also bestimmte Videos rausbringt, über bestimmtes Wissen redet, über die sonst kein anderer Lehrer erzählt. Und in diesem Zusammenhang wurde er einmal gefragt, was ist denn das beste Ritual oder der beste Brauch, den man so in Russland hat und die beste Praxis. Und da hat Trichlerbov überraschenderweise geantwortet, ich habe lange gesucht, aber etwas Besseres als die vedischen oder indischen Mantren und das Mantra Om zum Beispiel, in dem Fall ging es um das Mantra Om, hätte er nicht gefunden. Und dann hat er weiter und weiter gesprochen und immer, wenn er über irgendwelche Schriften spricht, spricht er oftmals über Mahabharata, über Ramayana, über Yoga Vasishta, über Puranas, also über verschiedene vedische Schriften, die eben aus dem indischen Raum hierher gekommen sind. Natürlich spricht er auch über andere Schriften, aber er stützt sich größtenteils auf das, was eben schon belegt ist. Ja, und das sehen wir halt immer wieder auch an der Bandbreite, an der Größe, die die vedischen Schriften heutzutage bieten. Dazu muss man sagen, hier einen großen Dank an die Leute von pushpak.de. Sie haben nämlich
das gesamte Mahabharata, das gesamte Ramayana und weitere Puranas übersetzt, zum ersten Mal auf Deutsch, also vorher gab es sowas nicht. Ihr müsst euch mal vorstellen, das Mahabharata gibt es in vollkommen übersetzt, glaube ich, nur in englischer Sprache. Noch nicht einmal in Russisch gibt es das voll übersetzt. Und im Deutschen, also meines Wissens nach, ist Deutschland das zweite Land, was das gesamte Mahabharata, das gesamte indische Epos besitzt, ja. Und auf Deutsch gibt es Ramayana, alles Mögliche. Aber noch nicht mal auf Englisch oder auf Deutsch wurden alle vedischen Schriften übersetzt, die es überhaupt nur gibt in Indien. Und in Indien gibt es wirklich eine Bandbreite. Es gibt zum Beispiel 18 Puranas, 18 kleine Puranas, dann 18 mittlere Puranas. Von denen, wenn man nimmt, wurden vielleicht 10 bis 15 Stück übersetzt überhaupt ins Englische und dementsprechend 5 nur ins Deutsche. Also wir haben so eine Bandbreite aus Indien, die noch nicht mal hierher gekommen ist, die aber alles im Endeffekt vedisches Wissen ist oder indisches Wissen. Und wenn wir jetzt gegenüber dieser ganzen Bandbreite an Wissen, die Erfahrung von verschiedenen Kulturen, von auch teilweise von verschiedenen Völkern und so weiter mit einbringt, also das ist ein großer Schatz an Wissen, der ist drin in diesen ganzen Schriften. Und wenn wir da gegenüber eine slawisch-arische Schrift, diese slawisch-arische Veden stellen, also man hat nicht wirklich einen wirklichen Bezug oder auch einen Vergleichspunkt, weil es wirklich, wie ich vorhin schon sagte, wenig nachgewiesen ist, wenig Authentizität hinter dieser Schrift. Ja. Die Botschaften mögen richtig sein, also ich habe selber auch mal reingelesen, 2, 3 Punkte kann man für sich rausnehmen, aber das ist wie bei jedem anderen Buch auch, man kann sich immer mal was rausnehmen, aber es muss auch belegbar sein durch andere Schriften. Das ist eben der Punkt, wo ich einfach vorsichtiger wäre mit diesen sogenannten slawisch-arischen Veden oder slawische Veden oder irgendwelche anderen Schriften. Also es gibt zum Beispiel auch bei den Germanen gewisse Schriften oder bei anderen Glaubensrichtungen. Das Problem nur gegenüber jetzt der vedischen Tradition, der buddhistischen oder auch der tibetischen Tradition ist, dass es kein Archiv gibt oder keine einheitliche Sammlung. Also es gibt hier und da mal eine Schrift, teilweise auch in Auszügen. Wir sehen das gleiche auch im Christentum. Wir haben in der Bibel 4 kanonisierte Evangelien. Also von über 100 Evangelien haben wir nur 4 kanonisiert. Und alle anderen treffen mal hier mit einem Zitat, hier mal mit einem Fetzen auf. Aber es gibt keinen wirklichen Kanon. Also es gibt nicht etwas, wo man wirklich gesammelt hat und eine ganze Bandbreite an Wissen strukturiert und dem Leser zur Verfügung gestellt hat. Und das Einzige, wo wir das wirklich haben, das ist bei der vedischen Kultur, eben in Indien, bei den ganzen Veden und bei dem buddhistischen Kanon. Da ist alles sehr strukturiert, da geht es nach Nummer, nach Bereich, nach Lebensbereich, dann nach Thema. Also die Leute vor 2000 Jahren, die haben das alles sehr genau strukturiert und seitdem wird es Generation weitergegeben. Wir haben das hier in Europa leider nicht oder auch in Russland, also wir sprechen jetzt wirklich von Europa, weil wir in Deutschland sind. Wir haben das in Deutschland nicht. Vielleicht hatten wir das einmal und es ist verschollen oder es wurde zerstört. Das wissen wir auch nicht. Wir können aber von dem ausgehen, was gerade da ist, was für uns zugänglich ist. Für uns sind die vedischen Schriften zugänglich, die jetzt in Indien sind. Wie sie da hingekommen sind oder wie sie verfasst worden sind, gibt es auch viele Hypothesen darüber. Das ist auch gar nicht unser Streitpunkt im Video. Wir als Yoga-Leute, als Menschen, die wirklich an sich arbeiten wollen und etwas verändern wollen bei sich selbst und auch bei der Welt im Nachhinein, gehen wirklich auf den Sinn. Ja? Nicht wer hat das verfasst oder vor wie vielen tausend Jahren kam das hier nach Deutschland und wann kam das überhaupt nach Indien und was auch immer. Das ist Geschichte, das machen die Historiker. Für uns ist wichtig, dass wir die Botschaft haben. Und wenn wir eine Schrift haben, die eine andere Schrift bestätigt oder ebenfalls widerlegt, wissen wir, dass diese Schrift wenigstens Sinn ist, sie zu erlernen. Und im Nachhinein schauen wir, welche Schriften helfen uns konkret etwas umzusetzen, ja? Helfen uns im Leben etwas zu verändern. Das ist viel wichtiger die Frage, die man sich stellen sollte. Inwiefern hilft mir diese Schrift, die ich jetzt gerade lese, die ich vor mir habe, mein Leben ins Bessere zu bringen, ja? Meine negativen Eigenschaften loszuwerden. Das ist vielmehr die Frage, die gestellt ist, auch bei uns und die wir eigentlich unserem Publikum auf unseren Veranstaltungen, in unseren Videos predigen.
Was kannst du konkret mit der Schrift anfangen? Wenn wir jetzt die Schrift nehmen, die wir euch empfehlen, wir werden auch viele weitere Videos zu den vedischen Schriften machen und generell zu Schriften, zu Yoga-Schriften, aber wir sagen euch konkret, wenn ihr euch das Buch, wenn ihr euch Jatakas nehmt, ja, oder wenn ihr euch irgendein Sutra nehmt oder wenn ihr euch Mahabharata nehmt, was konkret lernt ihr durch diese Schrift und was könnt ihr dadurch verändern? Das stellt euch einfach mal diese Frage. Bei den Jatakas zum Beispiel lernt ihr über Wiedergeburtsgeschichten. Ihr lernt, dass Reinkarnation und Karma keine Märchen sind, dass es tatsächlich stattfindet. Und wenn ihr euer Leben analysiert, findet das täglich bei euch statt. Was lernen wir aus den Sutren? Wir lernen aus den Sutren von Buddha, dass wir keine Egoisten sein sollen auf dem Weg des Yoga, sondern dass wir auch über andere denken sollten und anderen helfen sollten. Das lernen wir bei den buddhistischen Sutren. Was lernen wir aus dem Mahabharata oder aus anderen vedischen Schriften? Wir lernen Verhaltenskodex kennen, ja? Sittlichkeiten, Yama, Niyama. Welche Pflichten und Rollen und welche Rechte und Pflichten gibt es in einer Familie zum Beispiel? Ja? Was muss man als Mann zum Beispiel leisten? Was muss man als Frau leisten? Das sind Dinge, die lernt man in den Schriften. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diese slawischen Wehen nehmen, ja, und das nehmen wir als Rechtfertigung von unserer Position, um zu sagen, ja, guck mal, da hat es mal eine einheitliche Kultur gegeben und das ist alles so toll und schön und im Norden, am Nordpol haben die Ahnen gelebt, das ist gut, also das mag auch so sein, wahrscheinlich, vielleicht, ja. Aber was ist konkret damit heute zu machen, ja? Also auch wenn wir wissen, es hat mal vor 5000 Jahren eine Hochkultur gegeben und so wie wir heute leben, ist im Gegensatz zu damals primitiv. Das ist auch eine wahrscheinlich interessante Erkenntnis. Aber was kannst du hier und jetzt konkret damit anfangen? Das ist die Frage. Um mehr Informationen darüber zu bekommen, was du konkret aus den Schriften lernst, um mehr Informationen über die eigene Selbstentwicklung zu bekommen und zu erfahren, wie du dich generell weiterentwickeln kannst, erfährst du in weiteren Videos von uns auf diesem Kanal Yoga Om. Abonniere diesen Kanal, abonniere auch oder drücke auf die Glocke. Das ist eine wunderbare neue Funktion bei YouTube. Ich brauche sie immer wieder selbst. Wenn ich von irgendwelchen Kanälen neue Videos haben möchte, drücke ich einfach auf die Glocke und bekomme diese ganzen Videos direkt zugesendet, wenn ich auf YouTube draufgehe. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib einen Daumen nach oben unter dem Video. Und schreib einfach mal in die Kommentare, welche Bücher du liest oder was du zu den Themen slawische Veden oder vedische Veden oder generell vedische Kultur und über dieses ganze Thema meinst. Schreib einfach in die Kommentare. Deine Meinung würde uns sehr interessieren und ich hoffe, wir sehen uns in weiteren Videos und auf einen von unseren Veranstaltungen, denn wir können in diesem kurzen Video, jetzt 20 Minuten oder wie viel das werden, nicht diese ganze Bandbreite besprechen. Wenn du zu unserer Veranstaltung kommst, zu unserer Vipassana zum Beispiel oder zu unseren Seminaren oder ein von unseren Büchern kaufst, da erhältst du viel mehr Informationen, als ich dir jetzt hier in kurzer Zeit geben kann. Du kannst dich einfach informieren auf unserer Seite yogaom.de. Ich werde alles in der Videobeschreibung verlinken. Und wie gesagt, danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald bestimmt. Auf Wiedersehen. Om.